Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich mir wieder was Schickes gekauft und das möchte ich euch heute zeigen. Ihr seht schon, ich habe mir das Murloc-Kostüm gekauft von der BlizzCon 2007 müsste es glaube ich sein. Und ich habe mich hier prominent aufgestellt neben den König Mürgel, der nämlich selbiges Kostüm anhat. Na gut, ein bisschen anders sind diese Extremitäten, die da hinten aus dem Rücken rausschauen. Und ich habe natürlich eine Blizzard-Flagge auch in der Hand. Das Toy wollte ich schon lange mal haben, ist aber nicht ganz günstig, deswegen habe ich da immer noch zurückgeschreckt. Aber ich konnte diesmal mir... er hat auch dieses blaue Ding hier. Ich konnte mir quasi ein gutes Angebot schnappen und dann dachte ich mir, komm, ich schlage jetzt zu, ich hole mir das Murloc-Kostüm an der Stelle. Genau, wie lange hält es und was macht es genau? Es ist ein Toy, hält eine Stunde und ist ganz normal auch in der Toy-Box drin. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, weil unter Murloc finden wir es gar nicht. Ah, hier, Murloc-Kostüm, so rum heißt. Und dieses Murloc-Kostüm gab es quasi als Blizzard-Geschenk. Wenn man auf der BlizzCon war, gab es so eine Loot-Karte und diesen Code konnte man oder kann man immer noch einlösen und kriegt dann dieses schicke Toy. Und das ist halt so selten, weil dementsprechend nicht so viele Leute noch diese Codes rumliegen haben und dementsprechend ist es halt relativ teuer. Genau. Wir können jetzt mal reingucken, was mir noch an Toys fehlen. Ich habe jetzt hier schon mal geguckt. Ich habe 588 von 599 Toys, steht zumindest hier dran. Hier steht irgendwas mit 606, keine Ahnung, irgendwas. Simple Armory trackt anscheinend tatsächlich nicht alle Toys, die ich habe. Das ist übrigens noch der Stand vor 8.3. Falls ihr euch jetzt wundert, dass es ein paar mehr Toys gibt, das habe ich kurz vor Patch Release aufgenommen. Das sind die Toys, die mir noch in-game angezeigt werden, die mir noch fehlen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das sind alles Toys, die man über Kartenspiele bzw. über andere TCG-Sachen bekommt. Hier diese Rakete ist ein bisschen tricky, da musste man damals auf so einer Seite für TCG-Punkte was einlösen. Also es läuft auch über das TCG. System, aber man kann es nicht direkt über eine Karte bekommen. Mal schauen, ob ich an solchen Sachen dann dementsprechend noch rankomme. Genau, wenn wir jetzt aber hier unten mal gucken, bei den Toys, die mir hier noch angezeigt werden, jetzt muss ich hier ein Stück rüberfahren, dass ihr das auch seht, sind es quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 TCG-Toys, die mir noch angezeigt werden. Und das reicht halt hier vom von diesem Pferdebalken über so einen Sarkophag, über so einen Seestern, den man schmeißen kann, über die Ogergötze. Dann gibt es so ein Podest, was auch ganz cool aussieht. Einen Campfire. Fool's Gold, das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das ist nicht ein Goblin, sondern das ist diese Du nicht neben Kerze-Typ. So siehst du dann aus. Ich weiß nicht, ich weiß gerade jetzt nicht aus dem Bauch raus, wie die gerade heißen. Und dann gibt es noch andere Sachen wie so ein Portal, beziehungsweise das dunkle Portal als Ruhestein, was recht cool aussieht. Mal gucken, ob ich an die noch rankomme. Viele von denen kriegt man halt auch über diese TCG-Karten und da bin ich immer schon ein bisschen am Gucken. Ich habe natürlich auch meine Loot-Liste jetzt wieder ein bisschen nachgefüllt, beziehungsweise muss es noch nachfüllen. Ich hatte nämlich den Murloc-Suit, habe ich für 450 Euro bekommen. Im Normalfall liegt der so bei 700, deswegen habe ich jetzt dazu geschlagen, weil ich ein gutes Stück günstiger kriegen konnte. Das können wir jetzt hier auch gleich noch mit eintragen. Das ist übrigens das teuerste Toy, was man so auf dem Markt kriegt im Moment. Dementsprechend sind die anderen tatsächlich relativ viel günstiger. Die Liste schmeißen wir jetzt einmal raus, Zelle oder Zeile löschen. Seht ihr, dann geht das mit den Toys auch runter auf jetzt nur noch, in Anführungszeichen, noch 600 irgendwas Euronen. Und zwar, was mir jetzt hier noch fehlt, sind viele Toys, die halt so um die 50 Euro rum kosten. Zwei sind ein bisschen teurer tatsächlich, der Portalstein ist ein bisschen teurer. Und was dann auch noch ein bisschen teurer ist, ist das Dark Portal Hearthstone-Gedöns. Das sieht ziemlich cool aus, kostet aber auch einiges dementsprechend. Ja, mal gucken, ob ich mir demnach hier noch ein paar hole.
Den El Pollo Grande will ich mir über Gold holen und die sind erstmal nicht in Reichweite, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst mir noch ein paar von den Toys holen oder mal gucken, vielleicht auch ein bisschen Transmog in-game, mal schauen, wo ich dann mein Gold oder Geld für investieren werde. Ja, jetzt können wir mal schauen, was jetzt overall noch fehlt, knapp 3000, wenn ich die günstigen Sachen kriege und eingesetzt an Euros habe ich jetzt 4300, beziehungsweise der Goldwert hat sich ja zum letzten Video nicht verändert. Sprich, was ich an Gold investiert habe, umgerechnet in Euro sind 6600 und zusammen sind wir bei fast jetzt 11.000. Fast, aber wie gesagt, das meiste davon ist tatsächlich Gold, was ich mir dann über die Jahre mal an Sachen geholt habe. Genau, das wäre es eigentlich soweit. Diesmal tatsächlich nur ein Toy. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich den Murloc Suit erst mir relativ zu Ende kaufen, aber gutes Angebot gesehen, dachte mir, komm, schlage ich zu. Und ja, so ist es oftmals, wenn man dann ein bisschen auf den verschiedenen Plattformen stöbert und guckt, wo es was Gutes gibt an der Stelle. Ja, und warum ich den Platz hier ausgewählt habe, ohne Scheiß, seit damals das Ding rauskam. Also diesen Murloc-Suit gab und ich hier diesen Dude gesehen habe, dachte ich mir, irgendwann hole ich mir den Suit und stelle mich neben den Typen hin. Dann habe ich den auch, weil ich den unbedingt haben wollte. Ich glaube, für die Quest hast du den nämlich auch bekommen, aber jetzt kann ich den quasi immer aktiv haben. Und ja, der ist schon ganz nice auf jeden Fall. Gut, das war's soweit jetzt an der Stelle. Eingetragen haben wir auch alles. Und ja, dann, ach genau, hier wollte ich noch gucken, 2007 war es, ja, ich war richtig gelegen. Jetzt habe ich fast alle Sachen von den BlizzCons, ne? Fehlt mir nur noch ein Pet quasi. Gut, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen habe ich unterhalten können. Dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, gerne bei der nächsten Folge. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.